In diesem Video zeige ich die 5-Achs indexierte Bearbeitung mit MATCAM. Weiter werde ich zeigen, wie einfach ein Werkzeugweg neu berechnet werden kann, wenn sich etwas an dem Modell mal ändern sollte. Bearbeitet werden soll diese Tasche hier, die Tasche auf dieser Seite, auf der anderen Seite und zum Schluss der MATCAM-Schriftzug. Geht los. Als allererstes wähle ich das Modell aus, sage MATCAM, das möchte ich bearbeiten und es entsteht eine grüne Box darum. Damit zeigt MATCAM mir an, aha, dieses Bauteil soll bearbeitet werden. Dann wähle ich ein Werkzeug. Ich wähle einen flachen 16er Fräser. Nun muss ich MATCAM sagen, aus welcher Richtung ich bearbeiten möchte. Ich möchte jetzt natürlich nur innerhalb dieser Tasche arbeiten und nicht hier außen. Deswegen schränke ich den Arbeitsbereich auch noch mit einer Regionskurve ein. Die Regionskurve habe ich hier schon vorbereitet. Die wähle ich aus. Nun schruppe ich. Ich belasse das jetzt einfach bei den Standardwerten. Vielleicht ein etwas kleineres Aufmaß. Das passt. Dann kann ich schon weitermachen und direkt diese Tasche bearbeiten. Dafür ändere ich wieder die Bearbeitungsrichtung. Und auch hier wähle ich eine Regionskurve aus. Und auch hier schrubbe ich einfach. Auch das passt soweit. Allerdings brauche ich ja hier eigentlich, wenn ich jetzt das Rohteil auch diese Form schon vorbereitet hat und nur die Taschen wirklich bearbeitet werden sollen, bräuchte ja hier nicht bearbeitet werden. Demnach kann ich MATCAM auch vorgeben, wie das Rohteil aussehen soll. Auch das Rohteil habe ich hier vorbereitet und kann hier wählen ein definiertes Rohteil. Die Sichtbarkeit schon im Rohteil schalte ich mal wieder ab. Und ich berechne die Werkzeugwege neu. Nun hat sich das geändert und es wird wirklich nur das bearbeitet, was nötig ist. Auf zu dieser Seite. Wieder die Bearbeitungsrichtung wählen. Die Regionskurve setzen. Und schrubben. Das passt. Und nun fehlt nur noch der MATCAM-Schriftzug. Das mache ich mit einem kleineren Werkzeug. 2 mm. Bearbeitungsrichtung wählen. Und da ich hier auch nur die Schrift bearbeiten will, wähle ich auch hier die Regionskurve.
So habe ich jetzt nur in der Schrift gearbeitet. Diese wird schön herausgearbeitet. So, was tun wir nun, wenn sich mal etwas an dem Bauteil ändert? Wir haben das jetzt hier so fertig und nun ändert sich etwas an dem Bauteil. Ich habe hier mal ein paar Veränderungen vorbereitet. Hier hat sich der Radius geändert. Hier ist so ein Zapfen dazugekommen. Und hier ist ein Teil der Schrift ausgefüllt. Als erstes muss ich MadCam natürlich mitteilen, hier hat sich was geändert. Also wähle ich das Bauteil neu aus. Natürlich auch die Veränderung, dass den Zapfen und das hier in der Schrift und sag MadCam, das soll bearbeitet werden. Und nun kann ich die entsprechenden Werkzeugwege auswählen und auf Neu berechnen klicken. Die Werte sind noch so, wie ich die beim ersten Mal eingestellt habe für diesen Werkzeugweg. Die Einstellungen wurden nämlich im Werkzeugweg gespeichert. Hier können wir gut erkennen, wie sich der Werkzeugweg geändert hat. Das probieren wir jetzt auch auf dieser Seite. Wir sehen, das hat sich geändert. Auf dieser Seite gibt es keine Änderung. Dann fehlt nur noch hier die Schrift. Auch hier sehen wir, dass sich der Werkzeugweg geändert hat.